Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark mit Zero One Up. Hallo! Yay, super Leiche! Ja, genau, in der letzten Folge ist Zero nämlich leider gestorben. Beim Erkundungen. Wir sind dann nämlich hier schön wundervoll hergeschwommen auf unserem Floß. Ich glaube, ich stirb gerade. Oh nein. Ja, du bist doch echt ohne mich losgelaufen. Jetzt weißt du doch gar nicht, wo nein, das Riesenviech, was uns schon mal getötet hat, greift hier an, aber ich glaube, er kommt nicht ran. Der Ikarus ist jetzt noch höher geflogen, das heißt, das Viech kommt nicht mehr an Ikarus ran. Und du auch nicht. Der Ikarus fliegt jetzt runter. Scheiße. Okay. Was läuft denn hier rum? Ein Stinktier? Ich habe ein Stinktier gefunden. Ich werde dich retten, Ikarus. Aber erstmal muss ich meine Leiche finden. Wie bist du denn? Kasteroides. Das ist voll süß, so eine Mischung aus Biber und Stinktier läuft hier rum. Süß? Ja, wie gesagt, also wenn ich dich jetzt sehen würde, wo du hingelaufen bist, wenn du nicht vorgelaufen wärst, hätte ich dir auch gern geholfen, aber so hast du jetzt... Macht nichts, ich habe eine Leiche. Alles ist gut. Jo. Egon ist noch da. Jo. Aber Igoros ist weg. Nö, der ist noch am Leben. Der ist geflogen, aber ich meine... irgendwie. Mit weg meine ich weg. Wie weg? Ja, wenn du ihn nicht mehr findest. Ist doch hier. Er ist nur irgendwie 5 Meter weiter geflogen. Okay. Aber du kommst jetzt wieder an ihn ran, sozusagen. Ja. Okay, na dann. Dann. Ich weiß noch nicht, warum ich jetzt so überladen bin. Seltsam. Wer weiß, was du noch alles gesammelt hast. Ist das wirklich mein Saurier, den ich hier habe? Ist das Flauschinator? Ja, das ist Flauschinator. Hä? Ja. Achso, die Sachen, die ich ihm gegeben habe, vielleicht ja, nicht. Ja, du hast die Sachen noch nicht rausgeholt. Der hätte sie einfach wegpacken können. Dachte du, machst oh, das nein, allein? Und da ist jetzt ein Dino. Oh Mann, shit. Okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Absteigen, weglaufen. Ja, so mache ich das auch immer. Zu spät. Ist schon wieder tot? Ja, gleich ist Flauschinator tot. Weil du ihn nicht in den Laden hast. Ja, weißt du, du hättest mich auch einfach mitnehmen können. Okay, ich hab das Viech getötet. Alles ist gut. Oh. Hui. Weißt du, so doof ist das, wenn man immer alleine loslaufen muss? Ich dachte, du wolltest ihn entladen. Mist. Du hättest auch einfach nur nicht alleine loslaufen müssen. Wie gesagt. Es bringt ja nichts, wenn du auch stirbst, weißt du? So. Ja, dann schmeiß ich das ganze Fleisch weg. Den Stein. Kann ich jetzt laufen? Ich kann jetzt langsam laufen. Okay, das passt schon. Okay. Muss ich quasi zum Boot rennen? Ich reite jetzt extra langsam, weil hier die Viecher sind, die mich ohnmächtig geschlagen haben. Sonst schlagen die mich ohnmächtig. Ja. Nur denn. Und dann laufe ich weiter zu Fuß. Mach dich. Also ich weiß jetzt, dass ich per Hand ziemlich viele Dinos töten kann. Das ist ja schon mal gut. Okay. Eine gute Erfahrung. Ja gut, immerhin, aber ich meine ganz ehrlich, du bist ja auch schon Level 40. Und die Waffen werden auch besser. Ich gehe mal davon aus, du hast das Schwert genommen. Ja, genau. Hm. Ich hatte Angst, dass ich Flauschinator treffe. Aber es hat funktioniert. Ja. So, aber ich weiß nicht, ob man jetzt im PvP immer noch die Dinos treffen kann und dann töten kann. Bei Unterspielern geht es ja nicht mehr, dass man die aus Versehen trifft. Aber ich weiß nicht, ob das für Dinos auch gilt. Ich mache gerade einen Test. Ich schlage meinen Flauschinator mal. Na, Hauptsache er ist nicht fast tot. Nö, er verliert kein Leben. Okay. Nein, die Große wurde getötet, naja gut. Den konnte ich jetzt wohl nicht mehr retten. Terizinosaurus? Ich hoffe, das tötet dich jetzt nicht gleich. Ja, das ist das Viech, was uns gerne mal getötet hat. Okay. Nicht blöd. Okay, ich guck mal, ob ich den Sattel retten kann. Also ein Ikarus holen können wir uns easy noch holen. Na gut, wenn du gesagt hast, der ist Fleischfresser, ne?
Icarus fliegt ja überall rum. Von daher. Ja. Aber der Sattel ist halt schwer zu produzieren. Aber wie gesagt, ist Fleischfresser oder nicht? Ja, Fleischfresser. Also, du hast ihm doch schon mal Fleisch gegessen. Gegeben. Ach ja, stimmt. Du hast ihm Fleisch gegessen. Ja, natürlich. Ich habe vor seinen Augen habe ich Fleisch gefressen. Wie gesagt, willst du haben? Ja, ja. So. So, Sattel von Icarus gesichert. Ja, sehr gut. Na, immerhin. Ich werde hier gleich ein paar Enten töten, damit wir dieses Polymer haben können. Das wird auf jeden Fall eine gute Idee. Was? T-Rex! T-Rex, bitte sieh mich nicht! Bitte, 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 bitte. Okay. Komm, Flauschinator, wir müssen auch. Scheiße, oh Gott, ich muss. Nein, ich bin überladen. Okay, Flauschinator, folgt mir einfach. Verhalten, Folgen aktivieren. Ich weiß nicht, ab welchem Level kann man sich eventuell an so einen T-Rex wagen? Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Ich bin hier umzingelt von irgendwelchen Viechern, die mich alle töten wollen. Okay, der Terizi, hast du nicht gesehen, steckt fest, das ist gut. Ja, zum Glück. Den kann ich dann umgehen. Okay, wir sollten hier auf jeden Fall verschwinden, weil der T-Rex ziemlich nah am Boot ist. Ja, na dann würde ich hier gar nicht. Das ist, meine ich, das ist zwar echt schade, weil die ganzen. Na dann komm mal wieder zurück. Ne, ich bin auf dem Weg. Ja, und ich jag in der Zeit noch ein paar Enten. Weil ich will nämlich dieses Polymer haben. Weil es nämlich cool, weil dann kann ich mir auch endlich so eine coole Rüstung herstellen. Weißt du, diese coole Buschrüstung. Und dann werde ich auch nicht mehr so leicht sterben. Oh. Wird Zeit, dass wir irgendwie so eine Art Metallrüstung bekommen. Ja, das wäre jetzt natürlich noch total cool. Aber ich glaube, soweit ist es noch nicht. Oh, ich bin dem Ganzen entkommen. Ich glaube es aber noch nicht. Oh, wo ist unser Boot? Also wenn du willst, hier auf an unserem Boot ist gerade so ein Dings gelandet. Ach, unser Boot war auf der... Ah, unser Boot ist ja noch auf der anderen Insel. Das heißt, wir sind eigentlich safe. Da, wo das Boot steht, sind wir safe. Ja, dann ist gut. Wir sind ja auf so einer kleinen Nebeninsel. Hm. Ja, eigentlich eine schöne Insel. So, sehr gut. Soll ich dir einen neuen Icarus zähmen? Du kannst versuchen, gerne, ja. Soll ich, also, es sei denn, ich kann jetzt keine Bola herstellen? Ja, natürlich kann ich keine Bola herstellen. Ich wusste ich bin da, ich habe die Bola. Ja? Na dann komm. Warte mal, dann sorge ich, warte mal. Bevor du was machst. Sorgt dafür, dass dein Dino nicht angreift. Richtig. Dein Ziel angreifen passiv. So. Danke. Also, mein Raptor ist jetzt definitiv passiv. So, wo ist das die Großficht, Anne? Ja, achso, scheiße, ich habe keine Keule, warte. Hm. Und ich kann mir natürlich wahrscheinlich auch keine herstellen, weil ich das Holz abgegeben habe. Ja, ich wusste es. Warte. Schnell, bevor er wegfliegt. Und du kannst ihn ja schon mal. Nee, du kannst ihn ja schon mal anhauen. Er fliegt jetzt gerade weg. Komm runter! Ja! Ich wollte gerade sagen, kannst du ihn ja trotzdem noch hinterherwerfen. Nö, habe ich nicht getroffen. Nö, schade. Na gut. Aber er kommt wieder. Er kommt wieder. Ja. Irgendwann werden wir noch ein, zwei finden. So, ich brauche nur noch Stein und dann kann ich mir eine neue herstellen. Also wir haben hier überall diese runden Steine, da können wir auch noch ein bisschen Metall rausziehen. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Dachte, weißt du, bevor ich jetzt die anderen normalen Steine abtrage, versuche, dann nehme ich lieber die hier. So, baue mir eine Bola. Yay, ich habe eine Bola. So, fürs nächste Mal bin ich auf jeden Fall gut ausgerastet. Ausgerastet? Beim nächsten Mal bin ich ausgerastet. Versprochen. Ich werde alles töten. Ja. Wir wollten die noch zähmen. Nein! So. Vielleicht können wir uns so eine Riesenente schnappen. Die hier ja, rumfliegt. Wer weiß. Was läuft da hinten? Kann das sein? Ich glaube, da hinten läuft ein Parasaurus. Hm.
Nein, warum wird es jetzt schon wieder dunkel? So. Ein bisschen Licht angeschaltet. Yay! So, folgt mir mal bitte. Ach, das Ding meinst du? Ich glaube, das ist, sieht mir eher nach einem Biber aus. Nein. Das ist doch ein Biber, ist das? Dieses Kastell irgendwas. Ja, ich habe aber auch gesagt, das ist eine Mischung aus einem Biber und einem Stinktier. Achso. Und komm, mit der Fellfärbung musst du schon, muss man schon sagen. Ja. Das sieht wirklich aus. So ein bisschen. Du hast einen Dodo getötet. Nein! Weißt du, was wir brauchen? Was? Dodos? Wir brauchen zu Hause Dodos. Warum? Ich weiß nicht, einfach nur so. Weil sie süß sind? Ja, die Dodos bei uns ganz zu Hause werden jetzt bestimmt auch sterben. Der Biber greift dich an? Ja, weil ich ihn gerade angegriffen habe. Warum tust du das? Sehr aggressiv ist, weil ich Fleisch haben wollte. Du bist ein aggressiver Biber. Komm her. Oh, wir greifen sie gleich alle an hier. Ich meine, du hättest sie natürlich auch zähmen können. Ist ja eigentlich immer so deins, was du gerne machst. Okay. Oh, Pelz. Bist du... Die sind stark. Ach so. Ja, ich merk schon. Der Motor hat echt zu kämpfen. Wir sind schon nicht ohne. Was? Das ist ja seltsam. Hm? Was? Da, wo wir zuletzt geankert haben, ist jetzt ein Bettsymbol. Was ist da? Ein Bettsymbol? Ja. Okay. Das heißt, ich kann da quasi respawnen. Okay. Komisch. Aber weißt du, was cool ist? Ne? Die Biber begeben Pelz. Die sind nice. Das ist, also ich find's gut. Also ich meine, ja, die Biber sind wirklich stark, aber der Raptor hat jetzt ein Viertel verloren davon. Also an sich geht's. Ach, da ist ja gut. Alles mit dem Pelz finde ich cool. Das ist nice. Ja, wie gesagt, ich freue mich gerade einfach nur, dass es hier wieder ein bisschen was Neues gibt. Und ich bin halt immer sehr interessiert daran, welche Tiere welche Sachen abgeben. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf Lebensskillen. 200 Leben ist nicht genug. Nee. Nicht für das, was du so vorhast. So. Pelzhaar oder Wolle, genau. Aber davon bräuchten wir noch mehr. Ah, eigentlich müssten wir diese Biber züchten. Ja, dafür muss man sie erstmal einfangen. Ja, genauso wie diese Enten. Ich sollte sie vielleicht nicht töten, sondern züchten. Weil die geben ja auch dieses Polymer für die ganzen Sachen. Ist echt nicht so einfach, ne? Ich hoffe, ich, dass die Ente jetzt gleich runterfliegt. Wenn sie gleich runterfliegt, schnapp ich sie mir. So, warum hattest du dir eigentlich noch keinen Revolver gemacht? Weil wir kein Eisen haben. Die Ente ist gelandet. Ich hole sie mir. Ja, aber wir hatten kein Eisen, wir haben noch jetzt voll viel. Nein. Ich brauche 95 Metall, um so ein, um meine Waffe herzustellen, die ich zuerst möchte. Ach so, ja, okay. Ja, so ein Revolver hätte halt nur 60. Wäre voll easy. So, mein Freund, was bist du? Frisst du Beeren? Ich habe keine Beeren, okay. Frisst du Fleisch? Okay. Frisst du vielleicht Fisch? Wen hast du jetzt gezähmt? Die Riesenente, die wir gesehen haben, die rumflog, die man reiten kann. Ach so, echt? Die heißt Pelagornis. Und sie frisst Fisch. Ah, okay, Fisch ist aber auch nicht leicht zu kriegen, oder? Weißt du, was du mal machen könntest? Das Bewusstsein geht sehr, sehr schnell runter. Ein paar Beeren sammeln, sodass wir schwarze Beeren haben. Habe ich im Inventar. Und wenn ich jetzt noch wüsste, wo du hingeritten bist, ja, immer das gleiche Problem. Ich bin hinter dir, hinter dem Floß, auf der Steininsel, jetzt gerade im Wasser und sammel Fisch. Okay. Auf der Steininsel, ah, da ist die Steininsel, okay. Direkt hinter dem Boot. Die Insel gefunden? Ach, hier, ich sehe dich doch. Hier. Ja, ich weiß. Wenn, wenn du jetzt rüber schwimmst, von hier aus. Ja. Dann siehst du ja rechts den Felsen da. Ja, okay, das ist eine schlechte Beschreibung auf der Steininsel. Aber reit halt gerade aus, die liegt da. Nach rechts. So in rechte Richtung auf jeden Fall.
Nein, nein, nein. Zurück. Einfach geradeaus, habe ich ja gesagt. Du siehst rechts den Fels, hast du gesagt. Ja, du sollst ihn sehen, nicht hinreiten. Und am Fels liegt er. Er ist quasi auf dem Fels gelandet. Und ist heruntergegangen. Hm. Warte, ich komme. Du bist schon zu weit. Komm zurück. Zum Wasser. Ja, ganz nah am Wasser dran. Ach so. Siehst du ihn? Du musst dran vorbei. Nö. Scheiße, der ist gut getarnt. Scheiße, du hast recht. Da ist er doch. Ah, der ist wirklich gut getarnt. Ey, ganz ehrlich, das ist aus dem Fels. So, ich packe hier mal meinen ganzen Fisch rein. Hallo. Wir müssen halt schwarze Beeren sammeln. Aber es ist kein Terrorbird. So, richtig. Aber es ist auch nicht der, den ich gesehen habe. Oder? Doch. Doch, doch. Doch, das stimmt, es ist der. Also schwarze Beere ist drin. So, wie heißt der jetzt? Pelagornis. Ja, aber die Zähmung ist ja noch lange nicht. Warte. Pelagornis 43. Was 43? Ab Level 43 können wir ihn tamen. Oh, cool. Weil wenn du in dein Inventar gehst und dann zu den erlernbaren Sachen, kannst du oben rechts suchen. Ah, okay. Habe ich beim letzten Mal herausgefunden, als ich Egon gezähmt habe. Ja, cool. Nice. Ja, wie gesagt, also ich meine Bären sind jetzt drin. Hast du mir schon gegeben, ja? Nö, ich habe die in den Vogel gegeben. Nö, da ist nichts drin. Ja, dann hat die schon gefressen. Macht er nicht automatisch. Nö, ich habe sie aber verbraucht. Ich habe schon mitgedacht. Das habe ich dich doch gefragt, ob du ihn gegeben hast. Wir brauchen mehr. Wir brauchen viel mehr. Noch mehr? Ja. Der wird sonst wieder aufstehen. Na, dann sammel du mal Fisch und ich kümmere mich um die Bären. Ja, ich habe mir jetzt mal, glaube ich, genug Fisch gegeben. Dann sammeln wir jetzt beide Bären. Ja. Es sei denn, wir können ein bisschen Narkose bitte schnell herstellen. Das wäre noch um einiges besser. Keine Ahnung. Ich glaube, in schnell herstellen bist du besser als ich. Narkosemittel, was brauchen wir dafür? Verdorbenes Fleisch, check. Okay, schwarze Beeren, am besten dann direkt in den Mörser rein. Mhm. Joa, lässt sich einrichten. Mal noch ein paar Level, dann können wir die Ente fliegen. Das ist auch mal einiges geiler. Ja. Na, wieso nicht, ne? Jetzt haben wir geübt. Ey, wirklich, sonst habe ich immer Haufen von diesen schwarzen Beeren. Wenn man sie mal braucht, kannst du wissen, kriegt man vielleicht eine. Ja, ist traurig. Ja. Wir bräuchten den Triceratops, mit dem wäre das schneller gegangen. Wobei, jetzt habe ich genug. Ups. Wir müssen echt irgendwann mal wieder zurück in der zweiten Staffel, mit dem Triceratops ein paar schwarze Beeren sammeln und sie dann bei uns im Kühlschrank speichern. Ja, die werden aber auch irgendwann schlecht. Ja, im Kühlschrank aber nicht so schnell. Ja, weißt du, was wir eigentlich machen müssen? Ne? Wir müssen, wir brauchen den zweiten Egon. Wo steht denn jetzt eigentlich der Mörser? Den haben wir noch gar nicht. Doch, doch. Der steht doch da. Am Ofen, ja. Ja. So, check. Schwarze Beeren sind drin. Okay, ich komme gleich. Vergammeltes Fleisch habe ich gerade nicht. Ich habe gerade 80 dabei. Das passt schon. Ja, und bist du in der Nähe, sozusagen? Ich bin schon da. Ja, okay, gut. Dann brauchst du mich ja jetzt nicht mehr. Ja, das ist gut. Du kannst deine Arbeit weiter nachgehen. Jo, ich wollte Enten jagen. Hihi. Enten jagen, Enten jagen. Ach, Raptor. Dass der Raptor aber auch immer unterm Floß hängen bleibt. Komm, hier komm. Hier komm, kleiner Raptor, komm. Wie die Dinos von uns voll verarscht werden, ne? So, für eine Ente sollte es vielleicht noch reichen. Ja, guck mal da, da spaziert sie über den Strand. Denkt sich nicht Schlimmes. Nein. Ich dachte, du wolltest sie zählen. Ja, gut. Eigentlich hast du recht, ne? Du brauchst wahrscheinlich Fisch. Das ist blöd. Wie bekomme ich dann eigentlich Fisch? Fische töten.
Ins Wasser springen und dann ab dafür. Probier es erstmal mit. Ja, wobei allerhöchstwahrscheinlich brauche ich Fisch, ne? Greift die mich an? Ich glaub's ja nicht. What the fuck? Also merke, wenn du nicht auf dem Radbord stehst, ja, dann greift die Ente dich an. Ich habe extra das Ei nicht aufgehoben. Wirklich? Ich glaub das ja nicht. Das ist eine fiese Nummer. Ja. Hallo, nimmst du sie mal bitte auseinander? Danke. So, direkt mal ein Parasaurus für uns ziehen. Oh. Ich glaube ich, meine Raptor gehauen. Kann es sein, dass da gar nichts passiert, wenn wir aus Versehen unsere Dinos hauen? Ja, habe ich doch getestet. Die verlieren keinen Schaden. Cool. Ich habe extra zuerst mit der Faust, dann mit der Axt draufgeschlagen. Ja, sehr gut. Ach, Ulimea. Sehr schön. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie gesagt, wie komme ich an Fisch? Du springst also ins Wasser und dann tötest du Fische. Okay. Dann kann ich meinen Raptor gar nicht mitnehmen. Und man könnte ja mit ihm tauchen und die Fische töten. Ja, nee, ich habe Angst, dass er mir... Du weißt schon. Nachher steckt er mir noch. Aber wie das aussieht, wie Reggie Fische fängt, das müssen wir uns leider in der nächsten Folge angucken. Ja. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.